Hallo und herzlich willkommen zurück bei Abend der Geode. Heute ein neues Video zum Thema Hardware. Ja, ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde ganz gerne mal irgendwie eine Art Review machen über etwas ältere Hardware. High-End, aber alt. So, und dann habe ich lange überlegt, auch mit Marco zusammen, da sind wir auch hier alle Socke durchgegangen, Socke A bzw. 462 oder 478 Pentium 4. Jetzt kriege ich einen Anruf. Ach du meine Fresse! Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, da war ein Anruf, egal. So, auf jeden Fall habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt. Wie gesagt, erstmal alte Plattform, Socke A und so weiter. Und da sind wir halt die ganze Zeit hin und her gesprungen, was wir nehmen könnten. Und da habe ich mich daran erinnert, dass es eine Plattform gibt, die immer noch vertrieben wird. Zum Beispiel von Seiten wie Alternate oder Mindfactory. Da gibt es nämlich immer noch Socke 775. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Die Board gibt es nämlich auch mit DDR3. Das liegt nämlich daran, dass der Speichercontroller zu der Zeit noch nicht in der CPU war, sondern im Chipsatz. Das heißt, man kann selbst mit den 775er Sockeln und den CPUs von damals, kann man neue Boards bauen mit DDR3. Weil der ist ja dann im Chipsatz drin und nicht im im Prozessor. Deswegen kann man die heute noch bauen. Macht natürlich keinen Sinn mehr, macht natürlich auch keine Sau mehr, weil die Prozessoren, die es dafür gibt, die sind ja immer noch aus der Zeit. Und die werden ja damit auch nicht besser. Weißt du? Die sind ja nicht wie ein Wein, mit den Jahren wird es besser, sondern eher schlechter. Und ja, man kann zwar noch ein bisschen was mit anfangen, also ich würde jetzt sagen, Office Use okay, aber alles, was irgendwie um Gamen geht, in der Regel eher nicht. Deswegen wollte ich mal einen Test machen und habe mir dann jetzt auch ein bisschen rumgeschaut. Ich habe wirklich einmal geguckt, wo kann man, wo hat man, wo kriegt man vielleicht was billig her. Und dabei bin ich auf ein Schnäppchen getroffen. Und zwar nicht auf das. Das war nämlich der eigentliche Kandidat, den ich mir holen wollte. Man sieht schon den Asus Blitz Formula Special Edition. Sehr langer und potenter Name, aber gut. Das wollte ich mir ursprünglich holen. Es gab so ein paar Mankos an dem Board, muss ich sagen. Aber ansonsten war es eine geile Sache. Wir sehen schon, Crossfire hat da auf jeden Fall Unterstützung für. So fett muss man das aber auch nicht draufschreiben. So, er hat da sogar einen extra Link-Core für, also einen eigenen Chip dafür, der die Kommunikation erleichtert, weil er auf zweimal PCI Express achtfach, glaube ich, schaltet, statt einmal vierfach und einmal achtfach. Irgendwie sowas ein Gedöns war das, weil die Prozessoren, die hatten natürlich keine 32 PCI Express Lanes oder noch nicht mal 16, glaube ich. Deswegen hat der Chip das dann ein bisschen erleichtert und übersetzt. Wie das Ganze funktioniert, frage mich mal was Leichteres. So, ansonsten Kühlung geht. Wir sehen hier sogar Nupsi für Wasserkühlung. Ja, tatsächlich Wasserkühlung ist eine gute Idee, aber ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. So, ansonsten haben wir hier DDR2, ich glaube maximal 8 GB. Oder vielleicht sogar 16, ich weiß es nicht. Ja, IDE, SATA haben wir alles dran. Anschlusstechnisch, ja, ist klar. Ah, hier genau, Zubehör. Gut, das ist jetzt, brauche ich so nicht unbedingt. Ja, Anschlüsse sind natürlich dickfett vorhanden. Dual-LAN, USB haben wir mehr als genug. FireWire sehen wir da. Dann ein CMOS Clear Button. Der ist ganz wichtig, vor allem für das, was ich vorhabe. Aber wie gesagt, das Board ist es nicht geworden. Sondern es ist. Also, genau, es ist nämlich anderes geworden und zwar das P5WDH Deluxe. Das ist ein relativ geiles Board. Ich habe jetzt hier extra mal die Suche rausgesucht. Wir haben jetzt hier Sofortkauf und niedrigste Preis inklusive Versand zuerst anzeigen. Nur um mal zu gucken, dass ich wirklich ein Schnäppchen gemacht habe. Also, hier haben wir jetzt nur ATX Blenden. Das ist die Antenne, BIOS. 10 Euro für ein BIOS, hast du einen Arsch offen. Naja, egal. Arbeitsspeicher. So, hier haben wir das erste. Gebraucht ist wahrscheinlich fragwürdiger Hintergrund, obwohl viele Sterne. Nö, könnte man machen. Okay. Irgendein Store in Berlin, 57 Euro plus nochmal 5 Euro Versand. Das heißt, rund 60 Euro haben wir hier das billigste Angebot für dieses Board. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter. Jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter. Da sehen wir auch, dass die tatsächlich noch höher gehandelt werden. Hier schon 70, 111, 130, 140. Yes, name, arme Maria und so weiter. Und da haben wir schon andere Boards. Also sehen wir schon, die Dinger werden tatsächlich extrem hoch gehandelt und wie gesagt, das billigste 60 Euro rund. Und ich habe mir das hier geschossen. Das ist genau dasselbe Board. Also DH, was hier nochmal steht, DH heißt hier eigentlich Digital Home. Das heißt, das können wir eigentlich weglassen. Asus P5W DH Deluxe. So, und das, der Vorteil dabei ist, das Board kommt nicht nur als Board, sondern. Okay, die Bilder hat er jetzt dann weg, das ist schade. Sondern kommt mit Arbeitsspeicher 4 GB und zwar Gamer RAM, zwar 4x1 GB, aber dafür, was ich mache, reicht's. Und einem Core to Duo mit Kühler. Also sieht man auf dem Bild leider nicht mehr so gut, es sei denn, ich krieg's jetzt noch auf. Nö. Egal, auf jeden Fall waren Kühler mit dabei. Gut, hier haben wir jetzt zum Bieten, ist egal.
Also habe ich quasi ein komplettes Combo mit allem, was ich brauche. Das ist sehr gut. Core to Duo ist zwar schon dabei, darum geht es aber auch nicht. Sondern wir haben was anderes damit vor. Jetzt machen wir mal zu. So sieht das Board in Real Life aus. Das Board ist relativ dick bestückt, muss ich sagen. Also Spannungswandler sieht man auch schon gekühlt. Wir haben zweimal PCI Express 16-fach, zumindest 16-fach angeschlossen. Natürlich wird es über die PCI Express Lanes kein 16-fach sein, sondern wenn man zwei drauf macht, wird es nur 8-fach sein. Wenn überhaupt. Aber ist egal, wir werden eh nur eine draufknallen. Darum geht es auch nicht. Ich will nämlich mit dem Board übertakten. Und zwar übertakten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und ich will sehr viele Prozessoren übertakten. Ich will anfangen mit einem Pentium 4, 3,4 GHz, den ich auf über 4 GHz bringen will. Weiter wird es dann gehen mit einem Core to Duo, der schon dabei ist. Theoretisch hätten wir sogar noch einen Celeron D, den ich auch schon weiß, dass man den über 4 GHz bringt. Und dann will ich mir natürlich den dicksten und fettesten Core to Quad Extreme will ich mir holen und übertakten. Und zwar über 4 GHz. So, aber egal, zurück zum Thema. Wir sehen hier schon, SATA hat das Ding pralle. Es hat sich sogar hier direkt über der WLAN-Karte, ja, das ist eine WLAN-Karte, direkt über der WLAN-Karte hat sich nochmal ein kleiner SATA versteckt. So, das heißt, wir haben da unten 3, 4, 5, 6. Und ich meine, bei dem, was ich hätte, wäre es sogar hier noch eine aufgelötet. Also sagen wir mal 7 mal SATA. Und es kommt dazu zweimal IDE. Und zwar einmal hier der blaue Nupsi und einmal hier unten der schwarze Nupsi. Das ist nämlich auch IDE. Der Floppy ist nämlich hier. So, das heißt, wir haben 7 plus 4 sind 13 Laufwerke. Ne, 11 Laufwerke. Entschuldigung. Wie komme ich auf 13? Egal. 11 Laufwerke können wir daran anschließen. Das ist schon mal ganz geil. Das heißt, selbst als Data Storage Server wäre das Ding schon richtig pralle. So, wir sehen hier auch Northbridge, Southbridge ordentlich gekühlt. Hier unten haben wir auch einen Asus Backup für das BIOS. Das BIOS ist nämlich halt auch zum Übertakten geeignet. Wir haben auch einen CMOS Clear Button an der Seite, glaube ich zumindest. Wir gucken mal. Ne, haben wir nicht. Aber egal. Das kriegen wir hin. Das ist soweit kein Problem. Wir sehen auch hier Soundkarte dick. Dann hier natürlich hier neben dran die Realtek WLAN-Karte ist dran. Kann man machen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber gut, wenn man es hat, ne? So, dann USB natürlich hier viermal. Dann aber natürlich Dual-LAN, ist schon mal ganz geil. Dann noch FireWire, externe SATA, Digital Audio Outgang, elektrisch und Lichtwellenleiter. Dann haben wir noch einen COM-Port für jemand, der ganz primitiv sein muss. Und natürlich zweimal PS2 für Maus und Tastatur. Wunderschön, hat alles, was man haben will oder auch nicht haben will. Ist einfach alles drin in dem dicken Schiff. So, jetzt gucken wir weiter. Warum habe ich mir das Board rausgesucht? Dann einen ganz einfachen Grund. Socke 775, wie eben schon erwähnt, hat ein sehr breites Spektrum. Das fängt wirklich an bei einem, ja, sagen wir mal, bei einem Celeron D. Das ist, glaube ich, so das Schlechteste, was mir jetzt einfällt. Es gibt zwar auch noch ein paar Pentiums, die, also Pentium 4, die relativ schlecht sind, aber nehmen wir mal den Celeron D wirklich als schlechtesten Kandidaten dafür, ist ein Single-Core. Also D heißt nicht Dual, also eigentlich schon, aber ist kein Dual, sondern ist nur ein Single-Core. Sein großer Bruder, der Pentium D, ist ein Dual-Core. So, Celeron D, der kleinste Schiffchen. Und ja. Dann geht es weiter, wie gesagt, Single Core. Dann gibt es Single Core mit Hyperthreading. Das sind dann die Pentium 4s. Die gibt es auch bis 3,8 GHz. Kann man auch wunderbar übertakten. Dann geht es weiter zu Core to Duo. Das waren dann Dual Core ohne Hyperthreading. Dann gab es noch ein Pentium D, auch Dual Core ohne Hyperthreading. Und es gab noch ein Pentium Extreme Edition. Das waren Dual Core mit Hyperthreading. Also theoretisch sogar vier Kerne, also vier Threads. Und dann gab es natürlich noch die Core to Quad. Sondern die Core to Quad und die Core to Duo gab es natürlich auch als Extreme-Variante. Und hier steht ja auch schon dabei, hier Core to Extreme kompatibel. So, und das ist natürlich genau der Punkt, warum ich mir so ein Board rausgesucht habe. Weil erstens, ich will übertakten wie bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich brauche einen guten Chipsatz und dafür ist der Intel 975X Chipsatz perfekt. Und ich brauche natürlich ein Board, was alleine schon vom BIOS und vom Aufbau her jede CPU unterstützt, weil ich will ja alles durchtesten. Und da bin ich bei dem Board halt eben genau richtig, weil das unterstützt tatsächlich jeden einzelnen 775er Prozessor. Das habe ich hier auch nochmal aufgeführt. Das sind hier eine ganze Menge Prozessoren, Core to Duo und so weiter. Uns interessieren aber nur hier die, und zwar die Core to Extreme. Ja, das hier ist ein Dual Core, da haben wir hier Quad Core, haben wir den ersten. Der QX6800, den würde ich sogar relativ billig bekommen, da käme ich ran. Aber eigentlich will ich woanders hin, und zwar da. Da will ich hin. Das ist nämlich ein
Quad-Core, der sowieso schon auf 3,2 GHz läuft. Soweit ich weiß, hat das Ding sogar Hyper-Threading, die Core to Extreme. Bin ich mir jetzt nicht sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Aber egal, zumindest die vier Kerne sind schon relativ pralle, 3,2 GHz. Und wenn man die übertaktet, kommt man noch locker auf 4 GHz. Und das wäre natürlich eine Hausnummer. Problem ist nur, die Dinger sind scheiße teuer, weil sie natürlich auch dementsprechend selten sind. Also die gab es ja nicht so oft. Aber okay, ich will es trotzdem machen. Man sieht auch schon, 45 Nanometer ist natürlich in heutigen Verhältnissen absolut monströs, aber für das, was man damals auch für 775 bekommen hat, schon recht klein. So, dann haben wir hier unten noch ein paar, irgendwo sind da noch Pentium 4s, genau, hier haben wir die Pentium 4s. Und da gibt es halt auch ein Modell, was mich sehr reizen würde, und zwar genau das hier. Das ist nämlich der Pentium 4, ich mache mal die Maus hier hin. Der Pentium 4 Extreme Edition 3,73, das war der höchst getaktete Extreme Edition Pentium 4. Es gab zwar, wie man unten drunter sieht, hier noch ein Pentium 4 mit 3,8, ist aber keine Extreme Edition. Das heißt, der hat einen gesperrten Multiplikator, keinen offenen. So, und der hat einen offenen. Das heißt, wenn ihr jetzt per Front seid, was noch ein bisschen hochtakte, ich meine die 270 MHz, die schaffe ich auch mit dem FSB. So, und dann bin ich da schon locker bei 4 GHz. Und da habe ich noch nicht mal mit dem Multi gespielt, da habe ich den noch nicht mal angefasst. Und da bin ich echt gespannt, wenn ich so ein Teil in die Hand bekomme. Vielleicht hat ja auch einer von euch so ein Teil. Würde mich sehr freuen, wenn jemand so ein Ding hat, dass er mir es ausleihen könnte. Ich verspreche auch, ich mache nicht kaputt. Aber es, da läuft mir so ein bisschen Sapper aus dem Maul, wenn ich dran denke, dass ich ein Pentium 4 auf 5 GHz bringen könnte. Theoretisch. Und es geht sogar, weil mein Mainboard, glaube ich, sogar bis 400 MHz Frontside-Bass mitmacht. Und die haben in der Regel 266 oder 233 haben die. Nicht zu verwechseln mit dem Frontside-Bus, der hier steht. Das hat nämlich einfach nur mit dem Chipsatz bzw. RAM zu tun. Ich meine jetzt den Core-Clock vom Prozessor. Da gibt es ja den sogenannten Core-Clock und den Multiplikator. Und die tatsächliche Frequenz von 3,73 GHz errechnet sich aus, wie es der Name schon sagt, dem Core-Clock und Multiplikator mal dem Multiplikator quasi und dann hat man die 3,73. So, wenn du jetzt einen Multiplikator von, was weiß ich, 20 hast, nimmst du die 3,73 durch 20, weißt du, was für ein Base-Clock der hat. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ist egal. So, dann könnte man auf jeden Fall das Ding ordentlich übertakten. Wie gesagt, ein Core Duo haben wir schon, ein 2,6er glaube ich. Ein Pentium 4 haben wir auch schon, 3,4, also in etwa den hier. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht genau das Modell, aber in etwa sowas haben wir. Der ist schon da. Das Board ist unterwegs, das kommt auch demnächst. Und ein Core Quad will ich noch machen, aber halt am liebsten einen mit einem offenen Multi. Und auf jeden Fall den dicken Pentium 4. Da weiß ich aber nicht, ob wir da rankommen, weil die sind sehr, sehr selten. Und naja, wenn, dann schweineteuer. Ja, aber ansonsten, man sieht hier auch, also prozessortechnisch haben wir da so gut wie alles abgedeckt. Ja, hier haben wir auch die scheiße Leeron Ds. 3 GHz. Gab es ja schneller, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6, Alter, willst du mich verarschen, ein Celeron? Oh, es gab ein Celeron Dual-Core. Ist das jetzt ein Single-Core oder ein Dual-Core? Aber gut, wenn Dual-Core dahinter steht, dann gehe ich mal von aus, es ist ein Dual-Core. Ist aber nicht auf der Pentium-Architektur aufgebaut, heißt nämlich eh irgendwas. Das heißt, es ist eher ein Core Duo zur Leron und kein Pentium zur Leron, so wie der hier. Aber gut, egal. Wollen wir uns mal nicht drüber streiten. Das ist auf jeden Fall der Plan. Das ist in etwa der Pentium 4, den ich habe. Jetzt gucken wir mal Frontside-Bus, ob wir den irgendwo finden. Da muss ja auch irgendwo ein Multi stehen, hoffe ich, in Klammern. Oder auch nicht. Dann machen wir das mal gerade anders. So, müsste glaube ich ein Prescott 2M sein oder sowas. Wikipedia, vielleicht haben die mehr. So, jetzt gucken wir mal. Nein, Prescott 2M. So, 3,4. Da haben wir einen Multiplikator von 17. Das heißt. Och, Leute. Könnt ihr nicht den Multi dazu schreiben? Muss ich ihn jetzt wirklich ausrechnen, ja? Okay. Gut, dann machen wir mal. Also haben wir 3400 durch 17. 200 MHz. Ja, kommt in etwa hin. So, das heißt, wir haben 200 MHz Frontside-Bus. Mein Mainboard kann bis 400. Also könnte ich rein machbar vom Mainboard her gesehen das Doppelte rausholen.
was dann, also das wird er natürlich nie im Leben mitmachen, aber was dann tatsächlich 6,8 GHz wären. Oh Mann, also wenn man da den Multi wirklich noch schrauben könnte. Okay, egal. Hören wir auf zu träumen. Werden wir mal noch machen. Also wie gesagt, Bord ist unterwegs. Bord kann alles. Und Bord ist geil. So, das war jetzt das Video dazu. Wie gesagt, das ist alles unterwegs. Das kommt auch demnächst. Ich bin sehr gespannt, wenn es da ist. Und dann machen wir natürlich ein Video davon. Erstmal Unboxing, auspacken. Oh, ich liebe sowas. So, und dann natürlich auch Aufbautest. Ich werde wahrscheinlich Windows 7 raufspielen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob XP oder 7. Kommt auf die drei Bahn. Aber ich denke mal, gerade so ein Asus Board hat relativ gute Unterstützung für auch. Warum gucke ich eigentlich nicht nach? Treiber. Da kann ich die Frage nämlich auch direkt beantworten. Ui. Ach was. Windows 8? Geil, könnte ich auch 10 rausspielen. Gucken wir mal. 64-Bit. Oh. Das. Okay. Oh oh. Okay, holen wir mal XP. Ja, war ja klar. Okay, dann wird es vielleicht doch XP. Scheiße. Egal. Gut, vielleicht kriegen sie auch so hin. Ich meine, Windows 7 hat ja relativ viele Treiber eingebaut. Gut, das war es auf jeden Fall von diesem Video. Und ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt oder was weiß ich, Vorschläge habt oder sonst irgendwas oder von mir aus auch Game Benchmarks, muss natürlich dementsprechend alt sein. Aber ich glaube, ich werde auch mal Battlefield 1 drauf testen. Egal, auf jeden Fall, alles, was ihr in Ideen habt, schreibt alles in die Kommentare. Ich werde alles durchgehen. Wenn es gewünscht, kann ich sogar meine RX 470 da mal reinknallen mit 8 GB und mal gucken, was es dann rausbringt. Auf einem Pentium 4. So, das war's von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.